Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha, waj'alhu liwajhika khalisa, wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Allahumma aghfir lana adh-dhunuba allati tunzilu an-niqab, wallati tunzilu al-bala, wallati taqta'u ar-raja', wallati tahbisu ad-du'a. Amin, amin, amin. Wir begrüßen euch, liebe Geschwister, zu dieser heutigen Freitagsrede und sagen euch erstmal, dass wir euch für Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Nuhibbukum fillah. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Muslimen eine großartige Gnade erwiesen hat, dass er so viele verschiedene Nationalitäten zu einem Herzen vereint hat. Das Herz, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, möge Allah azza wa jal uns nur nach dem Tauhid leben und sterben lassen. Und das ist die großartige Gnade, dass obwohl wir verschiedene Nationalitäten sind, trotzdem ein Herz haben. Allah Azza wa Jal hat uns als eine Umma bezeichnet, als eine Gemeinschaft. Und so sind die Herzen der Muslime. Sie schlagen für Allah subhanahu wa ta'ala, für niemand anderen. Allah und sein Gesandter sind an erster Stelle. Alles andere hat nicht den Stellenwert von Allah und seinem Gesandten. Dein Zeugnis ist nicht wichtiger als die Liebe zu Allah oder zu seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deine Arbeit ist nicht wichtiger als die Liebe zu Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben Zeugnisse und wir arbeiten. Aber Allah und sein Gesandter, niemand ragt an diese Stellung hin. Niemand erreicht diese Stellung. Und das sollte ein Muslim immer im Herzen behalten, damit er auch weiß, was wichtig ist im Leben. Wie viele Leute rennen der Dunya hinterher und zum Schluss siehst du, dass sie die Dunya nicht erreichen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihnen nur das gibt, was er ihnen auch geschrieben hat, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, وَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und nichts erreicht er von der Dunya, außer was Allah für ihn geschrieben hat. Wallahi, was für ein Verlierer, der Dunya hinterherrennt und mehr erreichen will, als das, was Allah subhanahu wa ta'ala für ihn geschrieben hat. Was für ein Verlierer. Und daher, liebe Geschwister, möchte ich inshallah ta'ala mit eurer geehrten Anwesenheit in der nächsten halben Stunde über eines der wichtigsten Themen für uns sprechen. Ich frage dich, o Diener Allahs, liebst du Allah? Und ich zeige mit dem Finger auf dich. Liebst du Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn ein Muslim Allah nicht liebt, ist er kein Muslim. Jeder Muslim behauptet, Allah subhanahu wa ta'ala zu lieben. Aber die Frage und das Besondere ist nicht, dass du Allah liebst. Die Frage ist vielmehr, ob Allah dich liebt, subhanahu wa ta'ala. Jeder behauptet, Allah azza wa jal zu lieben. Aber liebt Allah azza wa jal uns? Höre, was für eine gefährliche Ayah Allah subhanahu wa ta'ala uns im Koran mitgeteilt hat. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. O ihr, die ihr glaubt, wenn ihr euch von der Religion abkehrt, wenn ihr die Religion des Islam verlasst, so wird Allah ein neues Volk herbeiführen. So wird Allah ein neues Volk herbeibringen, welches er liebt und sie ihn lieben. Allahu Akbar. Allah tauscht uns aus. Ohne, dass dieses für Allah subhanahu wa ta'ala eine schwere Angelegenheit wäre. Allah tauscht uns aus. Und wie viele Leute sehen wir, die vorher keine Muslime waren, nicht Muslime. Allah hat ihre Herzen geleitet zum Islam. Sie nehmen den Islam an und lieben den Islam mit jeder Faser ihres Herzens. Und sie rufen zu dieser Religion und sind nicht so feige wie viele Muslime, die mit dieser Religion aufgewachsen sind. Sie sagen, das ist meine Religion, ich stehe zu dieser Religion und ich möchte, dass Allah Azza wa Jalla mit mir zufrieden ist, weil ich diese Religion liebe und weil ich das Beste für die Menschen liebe, so rufe ich zu dieser Religion. Das sind Leute, die vorher mit dem Islam nie etwas zu tun hatten. Und dann gibt es Leute, die als Muslime geboren worden sind. Bei Allah als Muslime geboren worden sind und sie machen sich lustig über Allah und seinen Gesandten. Sie machen sich lustig über Allah und seinen Gesandten und sie halten nichts von der Religion des Islam. Allah tauscht sie aus.
wenn Allah sieht, dass du mit einer Gnade nicht so umgehst, wie er es von dir möchte, subhanahu wa ta'ala, dann wisse, o Diener Allahs, Allah, für ihn ist es ein leichtes, dich auszutauschen. Er macht dich, der du vorher ein Muslim warst, zum Kafir. Und er macht einen Kafir, der vorher nichts mit dem Islam zu tun hatte, zu einem der besten Muslime. Und so hast du Muslime, die heißen vorher Rainer. Jetzt nennt er sich Mas'ud. Und er ist Mas'ud ibn Volker. Subhanallah. Allah Azza wa Jal macht das möglich. Eine Schwester, die vorher Sibylle hieß, sie nimmt den Namen Fatima an. Sie heißt Fatima bint Kalmund. Yani Subhanallah, Allah macht, was er will. Er tauscht uns aus, wenn wir nicht diese Gnade verdienen. Und ich frage dich, o Diener Allahs, liebt Allah Azza wa Jal dich? Und wenn ja, wofür sollte er dich lieben? Wenn du sagst, ich weiß es nicht, wofür sollte er dich lieben? Weil du die ganze Zeit arbeitest und mit seiner Religion nichts zu tun hast? Weil du die ganze Zeit dir Serien und Filme anguckst und mit der Playstation beschäftigt bist und dich deine Religion überhaupt nicht interessiert? Liebt dich Allah Azza wa Jal deswegen? Jeder von uns sollte in sich kehren und sich fragen, ob Allah Azza wa Jal ihn liebt. Denn das ist das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte, liebe Geschwister. Dass du verstehen sollst, dass wenn Allah dich liebt, er dieses Wissen nicht bei sich behält, subhanahu wa ta'ala, sondern Allah azza wa jal lässt uns die Auswirkungen dieser Liebe spüren. Allahu Akbar. Wenn Allah uns liebt, dann bleibt dieses Wissen nicht nur bei ihm, bei Allah, nein. Höre diese Überlieferung von Abu Huraira, radiyallahu anhu wa arda. Er sagte, qala Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala, idha ahabba qawman, idha ahabba abdan, nada Jibril. Wenn Allah azza wa jal jemanden von seinen Dienern, von den Milliarden von Dienern, von den Trilliarden von Dienern, die auf der Welt existiert haben, wenn Allah so einen Diener liebt, dann benachrichtigt er Jibril. Jibril ist der gewaltigste Engel unter allen Engeln, liebe Geschwister. Und Jibril hat 600 Flügel. Ein Flügel deckt den gesamten Horizont ab. Das ist die Gewaltigkeit von Jibril alayhi salatu wasalam. Allah benachrichtigt ihn und sagt ihm, Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibba. Wahrlich, Allah liebt den so und so, liebt Ahmed, liebt Mas'ud, liebt Muhammad. Allah liebt den so und so, so liebe ihn auch. فَيُحِبُّهُ Jibril, weil Jibril ein Engel ist und keinen eigenen Willen hat, sondern umsetzt, was Allah Azza wa Jal ihm befohlen hat, so liebt ihn Jibril auf Anhieb. فَيُنَادِي فِي السَّمَاءِ, und dann ruft er aus, Jibril alayhi salatu wassalam, إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّونَهُ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Dann sagt Jibril zu den Himmelsbewohnern, zu den gesamten Engeln, Allah liebt den so und so, so liebt ihn auch, so lieben ihn die Himmelsbewohner. Und dann wird diese Person auf der Erde lieb gemacht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welche Auswirkung der Liebe Allahs Azza wa Jal. Das bedeutet, o Diener Allahs, dass die gesamten Himmelsbewohner dich lieben, nachdem Allah dieses Ausrichten gelassen hat. Was bedeutet das? Weißt du, wie viele Bewohner Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala im Himmel hat? Weißt du, wie viele Engel Allah subhanahu wa ta'ala hat? Allah Azza wa Jal hat im siebten Himmel ein Baytul Ma'mur. Das ist ein Haus, wo jeden Tag 70.000 Engel hereingehen und bis Yawmul Qiyamah nicht mehr herausgehen. Und dieses jeden Tag. 70.000 Engel, das sind nur diese Engel, die in dieses Haus hereingehen. Und dann hat er Engel, subhanahu wa ta'ala, wie es in einer authentischen Überlieferung heißt, Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, als Hassan klassifiziert hat. وَإِنَّ مِنْهُمْ أَيْ إِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سُجُودًا. Es gibt welche unter den Engeln, die sind im Sujud, in der Niederwerfung. Allahu Akbar. Sie befinden sich in der Niederwerfung. منذ خلق الله السماوات والأرض. Seit Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat, befinden sich diese Engel in der Niederwerfung. لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Diese Engel,
Sie befinden sich in der Niederwerfung und sie erheben ihre Köpfe nicht. Erst am Tage der Auferstehung erheben sie ihre Köpfe. وَإِنَّ مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُكُوعًا. Und es gibt welche unter den Engeln, sie sind in der Verbeugung. مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Seit Allah Azza wa Jal die Himmel und die Erden erschaffen hat. لَمْ يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ. Sie erheben nicht ihre Köpfe. وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und sie erheben ihre Köpfe nicht erst يَوْمُ الْقِيَامَةِ. فَإِذَا يَرْفَعُوا رُؤُوسَهُمْ نَظَرُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Wenn sie dann ihre Köpfe erheben, so schauen sie Allah subhanahu wa ta'ala an und sagen, مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. Wir haben dir nicht gerecht gedient. Allahu Akbar. Diese Engel sind seit der Erschaffung von Himmel und Erde, wann war das? Allahu A'lam. In der Verbeugung oder in der Niederwerfung. Und sie erheben nicht ihre Köpfe, sie sind die gesamte Zeit über in Ibadah. Zu Allah Azza wa Jal. Während sie nicht sündigen. Bei uns ist das so, dass wir manchmal Gutes tun und manchmal sündigen. Dann kehren wir zur Sünde zurück und dann tun wir wieder etwas Gutes. Und wir denken, wir sind besondere Diener. Diese Engel sind die gesamte Zeit im Rukur, in der Verbeugung oder in der Niederwerfung. Sie erheben ihre Köpfe erst, Yawmul Qiyamah. Und dann sagen sie zu Allah, wir haben dir nicht gerecht gedient, du verdienst viel mehr, ja Allah. Du verdienst viel mehr, ja Allah. Und diese Engel, sie sind die Himmelsbewohner. Und diese Engel machen Bittgebete für dich und bitten Allah um Vergebung für dich. Wenn Allah dich auserwählt hat, dass er dich liebt, so ruft Jibril alayhi salatu wassalam zu diesen Himmelsbewohnern, liebt ihn, denn Allah azza wa jalla liebt ihn. Und dann lieben dich alle diese Himmelsbewohner. Und wenn sie Dua für dich machen und um Vergebung für dich bitten, dann tun sie das nur auf Befehl von Allah azza wa jalla hin, denn die Engel haben keinen eigenen Willen. Subhanallah, was ist dann die Konsequenz? Die Konsequenz ist, o Diener Allahs, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich lieb macht für diese Engel und er beschreibt sie, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Diese Engel, sie lobpreisen Allah in der Nacht, am Abend und am Tag, während sie nicht nachlässig werden. Sie lassen nicht nach. Das ist so, wie wenn wir atmen. Bereitet uns das Atmen Schwierigkeiten überhaupt nicht? Und für die Engel bereitet es keine Schwierigkeiten, Allah subhanahu wa ta'ala am Morgen und am Abend zu lobpreisen. Diese Engel beauftragt Allah, dass sie für dich, wenn du zu diesen Dienern gehörst, wenn du zu diesen Dienern gehörst, dass Allah sie damit beauftragt, für dich um Vergebung zu bitten und Dua für dich zu machen. Allahumma arzuqna hubbak wa hubbu man yuhibbuk. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Liebe Geschwister, nicht nur, dass dich die Himmelsbewohner lieben. Und damit du diese Stufe erreichst, solltest du zu denjenigen gehören, die auch ihre Taten nur für Allah Azza wa Jal machen. Denn Abu Dharr radiallahu an, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach einem Urteil über eine Person gefragt hat, er sagte zu ihm, Ar-Rajulu ya'malu lillah, ya'malu lillah, fayuhibbuhu an-nas. Eine Person, er macht seine Taten für Allah, während die Menschen ihn dann lieben. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte zu ihm, Tilka ajilu bushra al-mu'min. Das ist die vorausgeeilte frohe Botschaft für den Gläubigen. Bedeutet, Allah azza wa jal hat das bewirkt, dass die Menschen dich lieben. Dass die Menschen dich lieben. Aber weil du zu denjenigen gehörst, die auch ihre Taten für Allah Azza wa Jal einzig und alleine machen. Und liebe Geschwister, wir sollten darauf achten, dass wir unsere Taten so versteckt wie möglich machen. Es gibt Taten, da sehen wir uns im Gemeinschaftsgebet, da sehen wir einander, das stimmt. Aber es gibt viele andere Taten, die kannst du im Geheimen machen. Du kannst im Geheimen Koran lesen, im Geheimen spenden, im Geheimen Dhikr machen, im Geheimen Leuten eine Nasiha geben. Dieses alles ist Lohn für dich. Allah liebt diese Leute, die Ikhlas besitzen, die zu denjenigen gehören, die ihre Taten nur für Allah Azza wa Jalla machen. Allahumma ja'alna min al-mukhlasin ya Rabbil Alamin. Und daher ist es für dich wichtig und für mich, dass wir erstmal verstehen, wenn Allah Azza wa Jalla uns liebt, werden alle Himmelsbewohner für uns Bittgebete sprechen. Und nicht nur, dass im Himmel die Auswirkung der Liebe Allahs ist,
sie ist auch auf der Erde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, er wird den Erdenbewohner lieb gemacht. Er wird lieb gemacht den Leuten, die auf der Erde leben. Subhanallah. Was bedeutet das? Viele Leute verstehen diesen Satz falsch. Sie denken, dass wenn er lieb gemacht wird, dass alle Leute ihn lieben. Das wird niemals passieren. Wisse, o Diener Allahs, niemals werden dich alle Leute lieben. Unsere Gelehrten sagen, man ahabbahu kullu nas fahuwa munafiq, wa man abghadahu kullu nas fahuwa fajir. Derjenige, der von allen Menschen geliebt wird, so ist dieser ein Heuchler. Und derjenige, der von allen Menschen gehasst wird, so ist dieser einer der übelsten Geschöpfe in dieser Welt. Warum? Wer ist derjenige, der von allen Leuten geliebt wird? Überlegt, liebe Geschwister, wenn einer ein Muslim ist und zu seiner Religion steht, dann werden ihn natürlich diejenigen, die den Islam hassen, automatisch hassen. Sie werden ihn hassen. Ohne Zweifel. Selbst Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, als Allah azza wa jal ihm den Auftrag gab, فَصَعِدَ الصَّفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, er ging den hohen Berg hinauf. Wer? Der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam. فَيُنَادِي يَا بَنِي فُلَان يَا بَنِي فُلَان, dann rief er die Stämme, يَا بَنِي فُلَان, das heißt, kommt her, o ihr Stämme. حَتَّى اجْتَمَعُوا, bis sie sich alle versammelt haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sprach von oben vom Berg zu ihnen herab. Er sprach zu ihnen und er sagte zu ihnen, was denkt ihr, wenn hinter mir eine Armee ist, die dabei ist, herzukommen und euch zu vernichten, würdet ihr mir glauben? Würdet ihr mir glauben, o ihr Quraischiten? Was sagten sie? مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدِقًا. Wir kennen dich nur als Wahrhaftigen. In einer anderen Überlieferung, مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا. Wir haben dich niemals als Lügner kennengelernt. Schaut mal, subhanallah, wie Allah azza wa jal das Zeugnis gegen sie erbracht hat. Wie Allah das Zeugnis gegen sie erbracht hat. Bevor er ihnen gesagt hat, dass er Prophet ist, so haben sie selbst gegen sich bezeugt, du bist der Wahrhaftige. Niemals haben wir erlebt, dass du ein Lügner bist. Dann sagte er zu ihnen, inni lakum nadhirum mubin, ich bin euch ein deutlicher Warner. Was sagte dann Abu Lahab, der dabei war, sein Onkel? Er sagte, tabban lak, sa'ir al-yawm. Zugrunde gehen sollen deine Hände. Zugrunde gehen sollen deine Hände. Ali hada jama'atana, hast du uns deswegen versammelt? Bevor der Prophet Muhammad s.a.w. antworten konnte, hat Allah ihn geantwortet. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab al-ayat. Zugrunde gehen sollen die Hände von Abu Lahab. Nichts hat ihn gebracht, was er gesammelt hat. Er wird von Allah azza wa jal in ein heißes Feuer hereingeworfen. Schaut, subhanallah, Muhammad s.a.w. war über 40 Jahre bekannt als Amin, als der Vertrauenswürdige, als Sadiq Masduq, als der Wahrhaftige. Und als sie ihn gesehen haben, haben sie gesagt, wir haben noch nie gesehen, dass du uns angelogen hast. Wir wissen, dass du nur ein Wahrhaftiger bist. Kaum hat er die Botschaft herausgeschrien, sagten sie, zugrunde gehen sollen deine Hände. Du solltest verstehen, niemand wird geliebt von allen Menschen außer ein Munafiq, weil wenn du von Ahlul Haqq bist, von den Leuten, die Allah Azza wa Jal liebt und diejenigen, die Muslime sind und ihren Islam stolz praktizieren, automatisch werden dich die Muslimhasser, die Islamhasser hassen. Automatisch, das muss so sein. Und wenn du auch jemand bist, der von den Leuten des Übels bist, dann wirst du von den Gläubigen gehasst. Wie also sollen dich alle Menschen lieben? Was hier gemeint ist, so wird er auf der Erde lieb gemacht im Hadith. Liebe Geschwister, die Bedeutung ist, dass Allah den Gläubigen eine wahrhaftige Liebe dir gegenüber schenken wird. Selbst wenn sie dich noch nie gesehen und gehört haben. Wenn ich dich frage, liebst du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und du sagst mir, wie soll ich ihn nicht lieben? Hast du ihn gesehen? Nein. Hast du ihn gehört? Nein. Hat er dir die Hand geschüttelt? Nein. Hat er dir über den Kopf gestrichen? Nein. Ich liebe ihn. Und nicht nur eine Liebe, die du nicht bereit bist einzutauschen für was auch immer in dieser Dunya. Liebst du Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma? Du sagst mir, natürlich liebe ich sie. Hast du sie gesehen? Nein. Hast du ihnen die Hand geschüttelt? Nein. Liebst du Bilal al-Habashi radiallahu anhu arda? Diesen Mann hat die Gesellschaft gehasst, weil er ein Schwarzer war.
und er war geächtet in der Gesellschaft. Und trotzdem sagen wir Muslime, dass wir ihn lieben. Er war der erste Gebetsrufer des Propheten Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Diese Liebe wird dir niemand aus deinem Herzen nehmen können. Und das ist, was im Hadith gemeint ist. So wird er den Menschen auf der Erde lieb gemacht. Wallahi, es gibt sogar Leute in dieser heutigen Zeit. Wir kennen sie nicht und wir hören sie nicht. Ich habe nur gehört von einem Bruder, einem tunesischen Bruder, der hier vor einigen Wochen verstorben ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Ich habe nie von ihm gehört. Und ich denke auch nicht, dass ich ihn gesehen habe, vielleicht ohne es zu merken. Ich liebe ihn für Allah. Nach dem, was ich gehört habe über ihn, subhanallah, liebe ich diese Person für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist ein wunderschönes Zeichen, dass Allah azza wa jal uns diese Liebe in den Herzen gibt. Warum? Weil wir eine einzige Gemeinschaft sind. Wir lieben einander nicht für irgendeinen Nutzen, sondern wir lieben einander für La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru, innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wenn Allah dich liebt, so sind die Auswirkungen im Himmel und auf der Erde zu spüren. Aber genauso hat die Medaille eine Kehrseite. Wenn Allah dich hasst, höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte. وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا إِذَا أَبْغَضَ فُلَانًا نَادَى جِبْرِيلَ. Und wenn Allah ein Diener hasst, so ruft er Jibril. يَا جِبْرِيل إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا. O Jibril, ich hasse den so und so. فَأَبْغِضُهُ, so hasse ihn auch. فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيل, dann hasst ihn Jibril. فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ, dann ruft er zu den Leuten im Himmel aus, إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَيُبْغِضُونَهُ. Allah hasst den so und so, so hasst ihn auch, so werden alle Engel ihn hassen. فَتُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ, dann wird er auf der Erde hassenswert gemacht. Hassenswert gemacht. Allah hasst ihn und selbst die Steine, auf die er läuft, hassen ihn. Allahu Akbar. Selbst Dinge, die keinen Verstand haben, höre, was manche der Salaf sagten. وَقَالَ بَعْدُ السَّلَفِ, es sagten einige unter den Salaf, إِنِّي لَأَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَرَى ذَلِكَ فِي خُلُقِ دَابَّتِ وَامْرَأَتِ. Ich mache manchmal Sünden gegenüber Allah und wenn ich diese Sünden gemacht habe, die nicht tausende von Sünden sind, so merke ich das am Verhalten von meinem Reittier und meiner Ehefrau. Subhanallah. Was denkst du dann über Leute, die sündigen ohne Ende? Und Subhanallah, das ist so. Unser Auto ist ständig kaputt. Warum? Wegen unseren Sünden. Wir kommen nach Hause, nur Streit mit der Frau. Die Frau ist eine Betende, eine Fastende, eine, die den Koran liest, eine Saliha, eine Rechtschaffene. Wir haben nur Streit mit ihr. Warum? Aufgrund unserer Sünden. Das ist das, was die Salaf gesagt haben. Wir merken unsere Sünden oder wir sehen die Spuren unserer Sünden am Verhalten von unseren Reittieren und von unseren Frauen. Was denkst du dann über eine Person, der von Allah gehasst wird, wal'iyadu billah, die Steine, auf die er läuft, hassen ihn. Die Steine, auf die er läuft, sie hassen ihn. Und wenn ich euch frage, liebt ihr Abu Lahab? Ihr sagt mir, ich hasse ihn wie die Pest. Lieber schaue ich dir Pest zu, als dass ich diese Person nur mit dem Namen erwähnen möchte. Warum? Weil Allah ihn hassenswert auf der Dunya gemacht hat. Und auch Abu Jahl, genau dasselbe. Das sind Onkel von dem Propheten, die wir nie gesehen haben. Aber subhanallah, in dieser heutigen Zeit gibt es auch Menschen, die uns hassen. Und Allah Azza wa Jal macht sie zu den verhasstesten Menschen. Warum? Weil sie hassen uns nur, weil wir Muslime sind. Und deswegen, als Lot alayhi salatu wasalam unter seinem Volk war und er ihnen gesagt hat, dass sie die Götzen nicht anbeten sollen und dass sie Männer nicht mit Männern schlafen sollen und den Alkohol trinken sollen, was war ihre Reaktion? Von diesen Leuten
wo ein Prophet der Rechtleitung zu ihnen kam und ihnen nur gesagt hat, wie sie den Weg zum Erfolg beschreiten können. Sie sagten, Achriju ala Luti min qaryatikum, innahum unasun yatataharun. Schmeißt die Sippe, schmeißt Lut und seine Gruppe, die Gläubigen, aus dieser Stadt heraus. Das sind Leute, die wollen sich reinhalten. Niemals kann es sein, wenn du zu den Leuten von Al-Haq gehörst, von der Wahrheit, die praktizierende Muslime sind, niemals kann es sein, dass die Islamhasser dich lieben. Das kann niemals sein. Sonst stimmt irgendwas nicht. Und deswegen, wer von allen geliebt wird, dieser ist ein Heuchler. Und wer von allen gehasst wird, so ist dieser einer, der tatsächlich verachtenswert ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Liebe zueinander im Herzen schenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht vom Weg der Rechtleitung abirren lassen. Möge Allah azza wa jal uns mit dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam im höchsten Paradies vereinen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.